Moin YouTube, herzlich willkommen nochmal in Timmendorf. Heute aber auf dem Nordplatz. Letztes Mal hatte ich ja den Südplatz gespielt. Diesmal gucken wir uns mal an, wie wir uns auf den Nordplatz schlagen. Der Nordplatz ist deutlich länger als der Südplatz. 5900 Schieß-mich-tot-Meter, quasi wie jeder andere Golfplatz, im Gegensatz zum Südkurs. Loch 1 hat 279 Meter. Das Grün ist gut verteidigt von drei Bunkern. Und hinter dem Loch geht es auch direkt in den Busch rein, also will ich eigentlich nicht zu weit sein. Ich will trotzdem den Driver, um möglichst viel Länge zu machen und... Also was für ein Drive. Ich hatte mir gerade erst Sorgen gemacht, dass er eventuell in diesen Bunker kommen könnte. Aber wie auch immer, ich hatte absolut keinen Roll. Hier vorne liegt er, 20 Meter vom Grün, 260 Meter. Saugeil. Das ist mal ein richtiger Auftakt. So. Get it on the green. Hauptsache, er geht aufs Grün rauf. Egal, wie dicht er an die Fahne geht. Nur nicht zu kurz lassen. Erstes Loch Birdie wäre stark. Wunderschönes Par 5, 500 Meter, einfach nur geradeaus. Kurz vor dem Grün gibt es zwei Bunker. Ansonsten einfach nur straightforward. Das war wieder so ein schöner Abschlag, nur leider einfach gerade nach links. Wäre der auf dem Fairway gewesen, hammergeil, so muss ich ihn jetzt leider rausspielen. Das hat leider nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt hatte. Der Baumbestand ist hier immer noch recht durchwachsen. Ich muss jetzt über diesen Baum spielen. Fahne steht bei 160 Meter. Ich nehme beim Gegenwind mein 6er-Eisen und ja, lasse ihn dann aufs Grün rollen. Der ist, glaube ich, übers Grün noch mal rübergerollt. So, da hatte ich ein bisschen Angst gehabt, dass mein 7er Eisen nicht ausreichen würde. Habe jetzt das 6er Eisen genommen. Ich glaube aber, ich lag gerade in so einer Schneise mit dem Wind, dass ich da ein falsches Gespür hatte. Im Gegenwind war es nicht wirklich. Von daher Eisen 6 leider ein bisschen zu lang. Chip aufs Grün, an die Fahne, Hauptsache aufs Grün. Der ging übers Grün rüber. Hättest du mal die Fahne rausgenommen, ist geschenkt. Schade, der Schwinger. Was ist mit euch? Schenkt ihr euch den oder nicht? Par 3, 150 Meter, wieder gut verteidigt das Grün, rundherum Bunker und Senken. Rauf oder davor, das wäre die einzige Option. Ich kann nur sagen, lucky me, der Ball ist so circa 3 Meter vor dem Bunker zu liegen gekommen. Von daher habe ich hier eine bessere Position. Nicht ganz pin high, ich wäre also ein bisschen zu kurz gewesen. Ich würde trotzdem nächstes Mal das 8er Eisen nehmen, weil die Area davor ist viel fehlerverzeihender als die Area ab dem Grün. Nicht so schön wie erwartet, aber auf dem Grün.
321 Meter, Par 4. Hier vorne haben wir ein Wasserhindernis, das haben wir ganz hinten vorm Grün nochmal. Ansonsten ist das Grün von Bunkern verteidigt und Senken quasi genauso gut verteidigt wie die letzten Grüns. Also da war ja wieder der kleine Slice. Pitching Wedge, 116 Meter zur Fahne, nicht ganz durchgeschwungen. Ab zum Grün. Der sollte gut liegen. Blinder Schlag über die Bäume. Hätte ein bisschen länger sein dürfen, aber die Richtung war gut, dann wäre auch im Grün gewesen. Also, jetzt mit dem dritten Angriff. Zu lang, schade.387 Meter mit einem kleinen Dogleg nach links, auf jeden Fall ein schwierigeres Par 4. Ziemlich lang, dazu schmaler Fairway und um die Kurve und wir haben einen hohen Baumbestand. Also ich nehme den Driver und versuche ihn so ein bisschen links rum zu curven. Sollte ich ja eigentlich können, wenn ich nicht gerade ins Slice spiele. So, ich ziehe jetzt auf jeden Fall auf die ganz rechte Seite mit den Blättern von den Bäumen, will ihn aber möglichst weit nach außen schlagen, damit er auch gut herumcurven kann. Hoffentlich geht der Plan auf. Ging auf. Ziemlich geil. Der sollte exzellent liegen. 113 Meter verbleiben aufs Grün. Dieser Drive war einfach schon ekelhaft geil. Ich nehme jetzt einen Dreiviertelschwung mit dem Pitching Wedge und bringe ihn einfach sicher aufs Grün. Die Abschläge heute ganz vorne, 175 trotzdem zur Fahne, denn die Fahne steht ganz hinten. 155 muss ich Carry schaffen, um über den Bunker zu kommen. Dabei leichter Rückenwind, also werde ich so das 7er Eisen wahrscheinlich nehmen. Und hier könnt ihr sehen, Timmendorf hat die Grünbunker entfernt und einfach nur durch kleine Erhöhungen oder Senkungen ersetzt, wodurch das ganze Spiel natürlich mit den nicht vorhandenen Bunkern einfacher ist, aber trotzdem eine gewisse Schwierigkeit und Reiz bietet, trotzdem anzugreifen. Und das Grün hier ist massiv onduliert. Das könnt ihr sogar mit der Kamera gut erkennen, wie die einzelnen Stufen hier sind. Das wird ein schwieriger Putt. Annähern und dann hoffentlich mit dem zweiten schon rein. Auf keinen Fall den 3-Putt. Nein! Weißt du, quatsch mich hier voll mit ein bisschen lustig und dann kommst du hier mit sowas, weißt du? Mach weiter. Dann machen wir weiter, ja. Meter, Par 4. Ein wenig leichter als das Loch eben, aber das Grün ist trotzdem wieder eine ganz schöne Herausforderung, denn das ist auf so einem halben Plateau mit einem echt fiesen Bunker davor. Da muss der Angriff schon wirklich wieder präzise sein. Der Abschlag ist heute auf jeden Fall auf der rechten Seite gesteckt. Das heißt, ich habe da die ganzen Bäume im Weg. Dieses ganze nach rechts spielen funktioniert wahrscheinlich nicht. Aber das finden wir heraus.
viel zu weit auf die linke Seite. Wald ist nach links gestartet und hat dann eine Linkskurve gemacht. Das ist natürlich die ungünstigste Kombination überhaupt. Genauso wie rechts starten und Rechtskurve. Wäre er zumindest nach rechts gestartet und hätte dann seine Linkskurve gehabt, wäre alles in Ordnung gewesen. Hätte ich den gut auf dem Fairway wahrscheinlich wiedergefunden. So darf ich jetzt mal abseits des Fairways wieder nach meinem Ball suchen gehen. So, ich liege jetzt natürlich leider ein bisschen abseits vom Fairway. Gar nicht so weit, wie ich gedacht hatte, aber ich habe diesen riesigen Baum vor der Nase und 138 Meter. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das hinbekomme, weil es geht auch noch downhill hier vorne. Das heißt, meine Lage ist natürlich äußerst ungünstig. Ich greife jetzt mal zum Pitching Wedge und versuche den möglichst dicht an das Grün zu spielen. So, Lage äußerst ungünstig, noch so knapp 40 Meter zur Fahne. Downhill-Lage und das Plateau darunter ist natürlich auch noch mal unter mir. Zu weit darf er auf gar keinen Fall, dann läuft er nämlich in einen richtig tiefen Bunker. Also ich darf ihn nicht toppen. Ja, einfach auch aufs Grün, ne? Das nächste Loch hat es wieder in sich. Par 5, 463 Meter und diesmal mit einem Dogleg rechts. Ich habe jetzt sehr viel dafür getan, dass mein Drive nicht mehr nach rechts geht, sondern nach links geht. Also könnte ich eigentlich wieder natürlich spielen, dann würde ich aber wahrscheinlich einen riesen Slice haben. Oder ich versuche wieder einen Draw zu spielen. Das wird eher nichts werden. Ich versuche ihn mal gerade zu spielen, mal gucken, wie das Ergebnis aussehen wird. So, 5er Holz und dann einfach nur in die Kurve legen. So, leider das Fairway um so 2 Meter verfehlt. Ein bisschen zu lang ist er dann doch gewesen, worüber ich mich jetzt aber nicht unbedingt beschweren möchte. Ball liegt im Semi-Rough, ganz gute Ausgangslage. Ich nehme jetzt mein Hybrid. Es geht noch 225 Meter. Ich habe Angst, dass ich ihn zu gut treffe. Ja, und Holz darf ich halt einfach nicht im Rough spielen. Leider gar nicht gut getroffen. Leider nicht gut genug erwischt. 10 Meter vorm Grün. Ah, hätte noch ein Tick doller sein dürfen. Letztes Loch auf den ersten 9 Loch, Par 4, 342 Meter. Zunächst einmal über eine riesige Kuppe rüberspielen, danach läuft der Ball aber ein gutes Stück. Dann kommt ein ekelhaftes Dogleg, auf dem ich auf keinen Fall auf der linken Seite sein möchte, denn da sind überall Bäume etc. Von daher Abschlag ein bisschen nach rechts zielen, nicht zu weit sein, vielleicht 5er Eisen auf so 180 Meter. Dann sollte ich mit dem zweiten gut das Grün angreifen können. Ansonsten eigentlich ein eher schwieriges Loch, weil nach dem ersten liege ich eher downhill und muss dann auf das höher gelegene Grün angreifen. Grün ist gut verteidigt, da gibt es Wasser mit Springbrunnen, Bunker vor und hinterm Grün, also sehr schwieriges Loch, wie ich finde. So, und jetzt erkennt ihr auch gut, die linken Bäume, würde ich etwas weiter links liegen, wären die massiv im Weg. So kann ich gut auf das Grün hinaufspielen.
Ich habe jetzt 135 Meter zum Grün, 120 Grün Anfang, entscheide mich trotzdem für das Pitching Wedge, denn ich habe eine leichte Downhill-Lage und das beschleunigt wieder, das nimmt Loft weg und da fühle ich mich mit dem Pitching Wedge gerade einfach besser. Willst du zuerst? Nee, mach mal. On the green. Ziemlich geile ersten neun noch. Ich habe endlich mal wieder keinen einzigen Ball verloren, weder im Wasser noch im Aus noch sonst irgendwo. Von daher bin ich alleine mit der Runde schon sehr zufrieden. Und vom Score her war das auf jeden Fall auch eine richtig gute Runde. Also wenn das jetzt so weitergeht, bin ich sehr zufrieden.